So, jetzt muss ich ganz offen gestehen, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht darüber, wie wir die Podiumsdiskussion mit welchen Themen und welchen Fragen führen wollen. Es gibt ja nichts Langweiligeres als eine Podiumsdiskussion, wenn alle eigentlich der gleichen Ansicht sind. Das ist jetzt etwas übertrieben dargestellt, aber meine Wahrnehmung war die von den Punkten, die ich aus den Vorträgen mitgenommen habe. Herrscht, glaube ich, ein Konsens tatsächlich vor, dass wir uns einfach in bestimmte Richtung weiterentwickeln müssen. Ich möchte dennoch meine Eingangsfrage stellen, aber ein bisschen abgewandelter Form. Ich fange mal bei Ihnen an, Frau Jeschke, weil Sie haben auch den ersten Vortrag gehalten. Ich hatte mal so provokativ formuliert, kann es ein Leben ohne Normen geben? Werden Sie wahrscheinlich sagen, nein. Deswegen möchte ich die Frage mal abwandeln, kann es ein Leben ohne die Normen geben, die wir jetzt kennen? Ja? Oder? Also ich denke zunächst einmal tatsächlich, dass wir Dinge weiterhin standardisieren werden. Ich glaube nicht, dass wir durch diese impliziten Standardisierungstechniken, die ich vorgestellt habe, komplett alle Standards ersetzen werden. Die Frage, ob man das dadurch machen könnte, ist mal das eine. Aber ich glaube, an vielen Stellen ist eine explizite Standardisierung viel einfacher als eine implizite. Warum sollte man es dann nicht einfach tun? Ich glaube allerdings schon, und ich hoffe, dass ich Ihre Frage richtig auffasse, dass wir zusätzlich zu diesen externen oder expliziten Standardisierungen in Zukunft auf neue Formen von Standardisierungstechniken kommen werden. Standards, die sich im gewissen Sinne selbst schreiben, so könnten wir sagen. Mhm. Und die dann nicht mehr notwendigerweise in einer Form vorliegen, wie wir sie besonders gut verstehen. Die Maschinenlesbarkeit, die dürfte gewährleistet sein. Die Sache ist eher so ein bisschen, was mit unseren kognitiven Fähigkeiten ist. Gibt die Frage weiter an Sie, Frau Jörner? Ich meine, Sie haben sich ja klar für die Normung ausgesprochen, ja, in Ihrem Vortrag. Aber wie sehen Sie das? Also natürlich kann ich ohne Normen leben, also frühstücken und so weiter. Ich habe gerade gesehen die Ausstellung über die Griechen in, im Liebighaus. Das war ein anderer Lebenswandel. Aber eigentlich geht es darum, werden wir Wirtschaft, Wachstum und werden wir Beschäftigung haben. Und die haben wir nur, wenn wir ein bestimmtes Regelwerk haben. Und das Regelwerk können nicht nur Gesetze sein. Da brauchen wir Standards und Normen dazu, weil, und was ich aus der Veranstaltung eigentlich mitnehme, ist, dass wir uns alle die Frage unserer Relevanz stellen. Sie haben uns den Spiegel vorgehalten, wie relevant ist der Gesetzgeber noch angesichts globaler Ketten, angesichts der Technologie, die sich entwickelt, angesichts der Technologie, die sich selber neu erfindet, künstliche Intelligenz. Und diese Frage stellt sich sowohl für den Gesetzgeber, ob er national oder europäisch ist, aber auch für Standardisierungs- und Normungsorganisationen. Und deswegen müssen wir uns selber weiterentwickeln. Ich will jetzt nicht sagen Revolution, aber Evolution. Und da gibt es vieles. Ich will nur mal ansprechen, Better Regulation, das ist der Ansatz der Juncker-Kommission, dass wir unsere Gesetzgebung mehr in Bezug setzen zu dem Input, der von den Stakeholdern kommt, von Ihnen allen, dass wir uns klare Ziele vorgeben, dass wir die Frage des Warum und nicht nur des Was stellen, warum machen wir das, und dass wir Transparenz in den Prozessen haben und dass wir innovationsfreundliche Gesetzgebungsprozesse auch haben. Und das gilt genauso für die Standardisierungsprozesse, denke ich. Also wir können voneinander lernen. Und wir müssen sowieso zusammenarbeiten, Normen und Gesetze. Herr Teigler, können Sie sich ein Leben ohne die Normen vorstellen, die wir jetzt machen? Das ist eine interessante Frage. Ernst gemeinte Frage, hoffe ich. Ja. Mal sehen, was Sie sagen. Also natürlich kann ich mir ein Leben ohne Normung de facto nicht vorstellen. Selbst das Frühstück, glaube ich, wird eine Challenge, weil ich glaube sogar das Toastbrot ist genormt. Ich bin nicht ganz sicher. Allerdings wahrscheinlich gesetzlich, ja. Also ich kann mir persönlich ein Leben ohne Normung nicht vorstellen. Allerdings bin ich ziemlich sicher, dass die Art und Weise, wie wir Normen kennen, sich dramatisch ändern wird. Also die klassische papierbedruckte Norm, die ist definitiv kein Zukunftsmodell. Ja. Ich sehe eher das Problem darin, dass wir noch viel, viel mehr Normen bekommen werden, als wir heute schon haben. Weil ich höre immer, ja, wir haben eine Normenflut. Also wenn ich mir so Themen wie Industrie 4.0 anschaue, dann befürchte ich, da kommt noch viel mehr obendrauf. Und ich glaube, unsere Challenge wird es auch sein, diese Normenflut quasi die Komplexität dramatisch auch zu reduzieren. Wir müssen Normen wieder anwendbar machen. Und ich glaube, die Idee vom Herrn Professor Epple, das geht schon in die richtige Richtung. Ja,
Also ich glaube, um die Zukunft der Normung mache ich mir jetzt hier keine große Sorgen. Also ich glaube, es ist deutlich geworden, dass der Normungsprozess sich anpassen muss an die technische Innovation, an die Innovationsrealität. In Ihrem Vortrag kam das ja auch sehr, sagen wir mal, deutlich zum Tragen. Was ich mich gefragt habe, jetzt auch, muss ich ganz offen gestehen, fachlich gesehen eher als Laie, muss man die IT-Welt, die IT-Normung grundsätzlich differenzieren von dem Rest in Hinblick auf die, sagen wir mal, Änderung der Normungsprozesse, Herr Epple, wie sehen Sie das? Tickt der Bereich einfach anders? Muss der agiler sein, könnte man auch sagen? Ja, sag mal, in der Form ist jetzt die Frage, wo das IT anfängt. Aber es ist natürlich so, dass neben uns Menschen mit unserem Kopf und unserem Verstand die Rechner die einzigen sind, die Regeln sozusagen selbst auswerten und weiter bearbeiten können. Daher ist es natürlich, wenn Sie jetzt nicht mal ansehen, überhaupt keine Rechenkapazität. Also Sie sind keine IT, ja? Dann können Sie eine Norm natürlich immer im Papier drucken, das muss schön formuliert dargestellt werden, sodass man schön lesen kann und gut ist. Dann haben wir viele dieser Probleme nicht, weil dann ist ja im Prinzip so, dass ich erfassen muss in der Norm, ich als Mensch, was gemeint ist und das dann umsetzen muss. Aber wir sind ja hier auf einem ganz anderen Weg. Wir sind ja da, dass Maschinen diese Dinge an sich verstehen, auch weiterverarbeiten, vielleicht die Frau Jeschke auch selbst weiterentwickeln und dass Maschinen auch Normen erstellen sozusagen, sagen, wir müssen da etwas machen und wir müssen an der Stelle, stimmt das nicht, dass sie Probleme entdecken, ja. Und das, denke ich, schon eine ganz neue Qualität. Und das erfordert auch durchaus jetzt zwingend, dass wir uns hier was Neues einfallen lassen. Bitte. Ich würde da auch gerne nochmal drauf eingehen. Ich glaube, die Frage nach speziellen IT-Normen trägt nicht. Weil der Witz von Cyber-Physical Systems, das kommt ja aus dem Namen schon raus, ist ja genau, dass ich die reale Welt und die virtuelle Welt zusammenschiebe und versuche, mit diesen merkwürdigen Hybridkonstrukten da in der Mitte umzugehen. Was ist denn so ein autonomes Auto? Ist das ein Auto mit zwei Rechnern drin oder ist das im Wesentlichen ein Computer auf Rädern? Ja, also aus der Sicht eines KI-Spezialisten ist das Zweite, aber ich lasse auch den ersten Standpunkt durchgehen. Deshalb vor dem Hintergrund ist es ganz klar, wir haben nicht eine Zweiteilung in irgendwelche realen Objekte und in irgendwelche virtuellen Dienste und für die machen wir dann DIN und für die machen wir, ich weiß nicht, DON, sondern das ist ganz klar, dass wir in Zukunft eine immer stärkere Verschmelzung von Realität und Virtualität haben und damit müssen unsere Normen umgehen. Ja, bitte. So, das möchte ich auch unterstützen und aus der Sicht der Kommission, das Paket, was Anfang Juni kommt, ist eben ein ganzheitliches Standardisierungspaket und es geht darum, auch die Silos aufzubrechen. Und mein Bild ist immer die Waschmaschine, die spricht mit dem Internet. Brauche ich jetzt einen Standard für Waschmaschinen oder für den Waschmaschinen mit Internetanschluss? Nein, das bleibt eine Waschmaschine, aber die anders funktioniert und insofern müssen wir, und das ist die Joint Initiative eigentlich auch, und war der Prozess in der Joint Initiative, dass die Teilnehmer gesagt haben, ja, eigentlich müssen wir miteinander sprechen, wir haben viel zu wenig miteinander gesprochen und wir müssen, wenn wir uns sozusagen die Ziele, die gemeinsame Vision haben, dann müssen wir bei der Einfüllung zusammenarbeiten und über die Silos hinweg. Herr Teigler, wollen Sie das? Ja, also im Prinzip kann ich das nur unterstreichen. Ich sehe eigentlich keine Notwendigkeit dafür, dass wir spezifische Normungsprozesse für spezifische Themen etablieren. Also ich glaube wirklich ganz konkret, das Modell von Herrn Professor Epple, das passt auf nahezu alles, weil wir haben ja genau das, was wir gerade gehört haben, in vielen Bereichen, dass eben diese virtuelle Welt und die tatsächliche Welt wachsen zusammen. Ein Beispiel ist, wenn es geht, Maschinen zu testen. Der Herr Bent hat es schon gesagt, ja, das Prüfen von Schaltschränken, das hat jetzt nicht unmittelbar was mit IT zu tun, aber genau da brauchen wir auch solche Konzepte zur Normung. Wir brauchen die digitale Norm, ganz klar. Ich bleibe noch mal ein bisschen bei der Frage, also passt der existierende Normungsprozess zur technischen oder IT-bezogenen Innovationsrealität? Es sind ja eine ganze Menge Anforderungen genannt worden in Ihren Vorträgen. Wie müsste Normung eigentlich sein, um noch besser zu werden? Ein Begriff, der sehr oft gefallen ist, ist agil, agile Norming. Was genau meinen Sie damit eigentlich? Wer muss jetzt eigentlich wo agiler sein? Also agile Managementprinzipien sind dadurch charakterisiert, dass man in viel kürzeren Zeitrhythmen Teilergebnisse produziert und die wieder der Diskussion anheimstellt. Also nicht so stark durch einen hierarchischen Prozess, erst eine Spezifikation, dann lange Entwicklungsphasen, hoffentlich kommt ein Produkt raus, was der Kunde mag.
mag es nicht, ja schade, aber das können wir ja nicht mehr zurück, weil wir haben so lange da rein investiert. Also typischerweise sind agile Prinzipien dadurch gekennzeichnet, eine Art Stack zu machen mit, was ist die Gesamtspezifikation, dann Teilbereiche rauszuziehen, auf die zu fokussieren und zu sagen, ich habe am Anfang eine Rumpflösung und die kann von dem ganzen Zeug mal 3, 7 und 48. So, das wird schon zur Diskussion gestellt, das geht in solche Testbed-Strukturen rein, während man sich jetzt Nummer 7, 28 und 33 nimmt und die schon mal weiterentwickelt. Und das ist eigentlich das grundsätzliche Agile an der Softwareentwicklung und das überträgt sich heute mehr und mehr in andere Managementbereiche hinein. Also kürzer getaktet, schnellere Zielsetzung, schnellerer Test, schnellere Partizipation durch andere, Feedback von allen möglichen Nutzergruppen, sodass man Fehler tendenziell, die macht man, man geht einfach davon aus, dass man überhaupt nicht in der Lage ist, irgendwas halbwegs fehlerfrei hinzukriegen, aber man muss die Fehler schnell finden. Mhm. Herr Epple, ist das auch Ihre Definition von agil? Also ich hatte das ja auch bezogen auf diejenigen, die die Norm machen vielleicht oder diejenigen, die die Norm regulieren oder andere eben interessierte Kreise, müssen die auch agiler werden? Oder bezieht sich dieser Begriff, diese Definition wirklich auf so, wie Sie beschrieben haben? Das habe ich jetzt so verstanden, Will. Das habe ich jetzt so verstanden. Also der Normungsprozess selber agiler, das ist ja auch über das, was wir heute gesprochen haben. Schauen Sie, wenn Sie heute in einen klassischen Normungsprozess reingehen, wo Sie eine komplette Spezifikation abliefern sollen, dann arbeitet erstmal im Kämmerlein diese Normungs-AG 2, 3 Jahre und dann kommt ein großes Papier so dick auf den Tisch, was dann im Prinzip keiner gerade so richtig verdauen kann. Wenn Sie so etwas machen, wie wir heute besprochen haben, dann haben Sie praktisch einen wochenweisen Schlag, wo wieder neue Ideen reinkommen, wie was ist, die sofort kritisiert werden. Ja? Und das, und jetzt kommt eben vielleicht das mit der Open Source, das ist dann nur interessant, da schaut nur jemand rein, wenn es ihn selber interessiert und er das direkt praktisch für seine eigenen Entwicklungen so umsetzen und nutzen kann. Sonst schauen Sie doch nicht rein, wenn jede Woche da was Neues praktisch im Netz steht. Ja, das ist ja für Sie gar nicht interessant. Also ich glaube, das muss man so attraktiv machen, dass man wirklich diese agilen Prozesse, dass sie unterstützt werden. Und wenn das in so einen Rahmen hat, da bin ich sicher, dass unsere jungen Leute sich darauf stürzen werden, weil also wir haben ja, wie gesagt, dieses OPC-UA Open Projekt gemacht und werden Sie staunen, wie schnell das ging, dass Sie da x Leute haben, die dazu beitragen und da etwas machen. Ja, also das geht ganz schnell. Vielleicht noch einen Aspekt. Wir reden sehr intensiv jetzt über agile Prozesse. Vielleicht müssen wir auch mal drüber nachdenken, agile Strukturen zu etablieren, weil ich glaube, unsere Strukturen passen auch nicht mehr so ganz zu dem, was wir tun. Ich will jetzt nicht sagen, dass man alle Gremien auflösen müsste, aber zum Beispiel also so eine ganz klassische Projektstruktur. Personen, die an einem Thema interessiert sind, kommen schnell zusammen und die müssen es eben auch akzeptieren, dass andere zuschauen, was sie da machen und dass die vielleicht auch mit rein kommentieren. Und nachdem man dann diese Norm fertig hat, geht man wieder auseinander. Was spricht dagegen, sowas zu tun? Das würde auch nochmal eine agile Komponente reinbringen. Bitte. Ich möchte nochmal den Regulator dazu reinbringen. Agil im Sinne der Juncker-Kommission ist erstens, dass wir 10 Prioritäten haben und nicht eine riesenlange Liste und dass diese Prioritäten ausgedrückt sind in warum. Warum wollen wir? Wir wollen Wirtschaftswachstum und Beschäftigung und nicht eine ellenlange Liste von was wir denn alles machen wollen. Also die ständige Fokussierung auf das Warum erlaubt uns auch agiler zu sein. Und dazu kommt als Prozess die Organisation der Juncker-Kommission, die das erste Mal Vizepräsidenten hat, die verantwortlich sind für diese 10 Prioritäten und zum Beispiel im Bereich des digitalen Binnenmarktes. Da sind Fragen des Urheberrechts drin, da sind Fragen der Networks drin, da sind Fragen der Schwerpunktsetzung im Bereich Normung drin, da sind Fragen der Haftung drin, um nur mal ein paar zu nennen. Und das wird eben alles zusammengeführt. Und das ist eben unsere Art, agil. Ich bleibe mal bei Ihnen, Frau Jonna. Agil, agile passt ja auch so ein bisschen zu dem Begriff smart. Den habe ich auch als Anforderung gehört. Normen oder Normung muss smart sein. Ist Ihnen der Begriff in diesem Kontext auch geläufig? Können Sie damit etwas anfangen oder wie müsste eine smarte Normung aussehen? Das ist wiederum unser Projekt Better Regulation, was ich schon erwähnt habe. Wie ich sagte, der traditionelle Gesetzgebungsprozess ist die Mitgliedstaaten, 28 ein europäisches Parlament und in der Mitte der Babelfisch, called Kommission, um anzunähern. Und oft sind das Kompromisse, die sich nur durch sozusagen Addition ergeben und dann auch so lang werden und manchmal eben auch nicht mehr verstanden werden. Und wir haben jetzt eine Vereinbarung zwischen den drei großen Institutionen, um zu sagen, wir müssen den Gesetzgebungsprozess so hinkriegen, dass die Normen dann auch noch sozusagen
verständlich, anwendbar, bestimmten Templates folgen, wo man sich dann auch zurechtfinden kann. Das würde ich zum Beispiel als smart bezeichnen. Welches Verständnis haben Sie von smart, wenn ich fragen darf, Frau Hirschke? Ich hatte den Begriff Smart Standards verwendet, eher im Kontext von, wir müssen berücksichtigen, dass diese neuen Systeme eine eigene Intelligenz haben, sich selber weiterentwickeln und dass diese Smartments bisher nicht in unseren Standardisierungen abgebildet wird, weil wir bisher davon ausgehen, wir sagen dem Ding, was es kann, und so ist es dann idealerweise auch. Das heißt, diese Intelligenz, die da entsteht über die Lebensphase dieses Systems, das war mein Ansatz von Smart, den müssen wir zusätzlich berücksichtigen. Ja, Thema Smart, kann ich auch noch ganz kurz was zu geben. Aus meiner Sicht ist die smarte Normung die Normung, die es versteht, beispielsweise die Vollkonsensnorm mit der Teilkonsensnorm so clever zu verheiraten, dass für den Anwender das Beste bei rauskommt. Weil ich glaube, wir sind sehr fokussiert auf das, was wir tun. Für uns ist immer die hohe Schule, wir müssen die vollkonsensbasierte Norm erreichen. Manchmal reicht auch die 80%-Lösung. Und ich glaube, die Cleverness, die Smartness liegt darin, dass wir genau diese Entscheidung ganz individuell treffen können. Ich würde gerne noch einmal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Sie hatten in Ihrem Vortrag auch sehr stark darauf abgezielt, auf die Art und Weise, wie die Normen publiziert werden, veröffentlicht werden, in welcher Form, welchem Format. Wie müssen die sich denn nun darstellen? Elektronisch ist ja ein weiter Begriff. Man kann natürlich auch sagen, Normen sind jetzt nur noch Code, in Anführungszeichen. Das wird natürlich nicht funktionieren. Können Sie das mal ein bisschen konkretisieren? Was müssen wir da machen? Jetzt sage ich Ihnen mal frech, Industrie 4.0 gibt es einen Normen-Server und auf diesem Normen-Server, das sind keine PDFs, sondern diesen Normen-Server, der kann dich die Regeln in einen Normen praktisch durch entsprechend formalisierte Prozeduren abfragen. Das heißt, sie kann fragen, wie die Norm strukturiert ist, welche Modelle sie darstellt und was sie entsprechend macht. Das wäre natürlich so ein Idealziel, meine Zukunft, dass also jede Norm praktisch ständig online so in dieser Form da ist. Sie könnte es auch so machen, dass sie die praktisch in einer Sprache, die so etwas zulässt, XML oder irgendwelche OWL-Formate, die Norminhalte so darstellen, dass die Rechner die dann verwerten können. Also es ist elektronisch nicht gemeint PDF, ja. Damit wir da richtig verstehen. Ja? Obwohl das auch schon ein Thema ist. Es ist auch schon ein Thema, Herr Teigler. Ja, ist nicht gemeint PDF. Darf ich nur kurz zu dieser Darstellung der Normen und was da passiert? Eine kleine Warnung mit dieser Agilität. Normen sind natürlich auch etwas verlässlich Beständiges. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel, wo wir das diskutieren. Es gibt ja dieses Thema mit den Merkmalen, das ist ein großer Bereich in den Standardisierungs. Es macht nämlich keinen Sinn, wenn sich diese Merkmal-Libraries praktisch alle halbe Jahre ändern. Ja, dann ist das natürlich Mist. Ja, sondern man muss natürlich auch dann bestimmte Festlegungen, die man gemacht hat in der Norm, auch relativ lange dann so stabil halten, sonst macht sich die Norm ja nicht, kommt die nicht zum Tragen. Ja. Und es wird eine große Aufgabe sein, sozusagen Elemente, die wir stabil halten können, die wir modellmäßig stabil halten können, in diesem sich schnell verändernden Umfeld, so zu separieren in den Normen, dass die erhalten bleiben können und dass die eben separiert sind von den Elementen, die sich zwangsweise mit den Technologien schnell ändern. Ja, also da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu agil werden, sonst ist die Norm beliebig. Und wie verträgt sich das mit dem Anspruch, dass die Norm den Stand der Technik natürlich immer abbilden muss? Geht das dann noch? Kommt es dann hinterher? Jetzt rühren Sie sozusagen meinem eigenen. Also ich glaube, dass es bestimmte Modelle gibt, die technologieunabhängig sind, die mittelfristig stabil sind. Es gibt hier eine eigene Gruppe in der DKE über Kernmodelle, wo wir uns über solche Model Universals unterhalten und wo wir einfach glauben, dass die Art, wie ein Lebenszyklus aussieht, ist in 10 Jahren immer noch die gleiche. Ja, und der Witz ist aber, dass man diese Dinge sozusagen in der Norm von den anderen abtrennen muss, sonst wird die Gesamtnorm instabil. Ja, sondern die muss man abtrennen, die kann man stabilisieren und dann kann man eben sozusagen obendrauf solche technologiespezifischen Normen machen, die dann mit der Technologie auch wieder sterben. Herr Teigler, wie stellen Sie sich die elektronische Norm der Zukunft vor? Ja, ich muss sagen, ich bin kein IT-Spezialist. Also ich würde mal sagen, sie muss letztendlich wahrscheinlich schon elektronisch vorliegen. Aber für mich ist es dann entscheidend, die Flexibilität zu haben, nachher das Endprodukt an den Kunden so individuell darzureichen, dass es für jeden passt. Weil nicht jeder braucht die voll elektronische Norm, um zu Hause selber eine Testsuite aufzubauen, sondern vielleicht brauche ich auch einen cleveren Dienst, der mir eine schnelle Frage beantwortet. Ja, ich habe jetzt vom Mark Zuckerberg die letzte Darstellung war, es gibt sogenannte Chatbots, da kann ich also per WhatsApp eintippen, was ich für eine Frage habe an die Bahn und die antwortet mir, also Firmen antworten mir. Und da denke ich mir, oh, das ist auch was für die Norm. Also ich habe eine konkrete Frage, die tippe ich dann in WhatsApp ein und dann ist hinten eine Intelligenz dahinter und dann kriege ich eine Antwort in WhatsApp. Warum nicht? Aber da denke ich, das muss schon irgendwie elektronisch passieren. Aber der Dienst steht für mich im Vordergrund.
Frau Jörner. Ich habe es eben schon angesprochen, aus einem früheren Leben habe ich mich intensiv mit der Musikindustrie beschäftigt. Und Herr Dr. Thies weiß das, man könnte ja nachdenken über ein Spotify für Standards, was ein ganz anderes Konzept ist. In der Musikindustrie, kann ich Ihnen sagen, war das eine Revolution, habe ich ja eben schon angedeutet. Aber es hat eine total neue Art, mit Musik umzugehen, auch mit neuer Musik umzugehen, mit Zugang für neue Künstler zu dem Musikmarkt und zu den Verbrauchern, zu uns allen, ermöglicht. Vielleicht könnte man darüber nachdenken. Frau Jeschke. Vielleicht darf ich eins meiner Worte von vorhin auch nochmal aufnehmen. Ich denke genau in so eine Richtung. Ich glaube, open ist hier das zentrale Wort. Apple hat vorhin gesagt, alles, was in Google oder vergleichbaren Medien nicht gefunden wird, ist nicht da für die nachwuchsende Generation. Das ist einfach mal so. Das ist das Erste. Ich brauche die Anbindung von solchen Normen unmittelbar an diese Ökosysteme, von denen ich vorher gesprochen habe. Das kann app-basiert oder so funktionieren. Das heißt, ich habe nicht mehr in der Vorstellung eine Trennung zwischen der eigentlichen Norm ihrer Spezifikation und der Möglichkeit, wo ich das testen kann, sondern ich brauche eigentlich einen unmittelbaren Zugang von den Dokumenten, die zu einem Thema existieren, rein in die entsprechenden Testsituationen. Das muss grundsätzlich offen sein, es muss international offen sein, nicht nur in irgendeiner Form von deutschen Universitäten offen. Wir bewegen uns hier in einem internationalen Raum. Ich glaube, kostenbehaftete Normen, das ist das allerbeste Modell, um den Nachwuchs nicht in die Normierungsgremien zu bringen. Herr Teigler? Ja, wir sind offen für alle Lösungen. Also genau. Ich finde die Idee eines Spotifys der Normung, die ist nicht verkehrt. Solange der Server von Spotify dann in der DKE steht, würde ich sagen, dann ist das okay. Nein, aber ich denke, wir müssen offen sein für neue Lösungen. Ja, Geschäftsmodelle entwickeln sich dann auch. Wenn man von vornherein sagt, nein, wir halten am Alten fest, dann kommen andere auf die Idee und machen eben so etwas. Und dann ist man sowieso raus. Ja, und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Mhm. Ja. Ein Stichwort, das mehrfach gefallen ist in den Vorträgen, ist partizipativ. Normen müssen partizipativ erarbeitet werden. Was genau heißt das? Was verstehen Sie darunter, Herr Epple? Partizipatives Erarbeiten. Wie partizipativ muss das sein? Ich muss mir überlegen, wie ich das jetzt sage. Also es gibt eigentlich verschiedene Ebenen dieser Partizipation. Das erste zunächst mal, dass ich schon glaube, dass gerade die Normung die Aufgabe hat, ein Regulativ festzulegen, wie man mit bestimmten Dingen umgeht, die eine weltweite Akzeptanz haben. Das heißt, es müssen alle eigentlich der Meinung sein, dass das an der Stelle richtig als Norm ist und dass man sich auf das einlässt und dass man das so entsprechend macht. Es muss also eine Weltöffentlichkeit, eine Fachweltöffentlichkeit die Möglichkeit haben, sich mit dem Ding zu befassen. Das war ganz anders, wie wenn irgendeiner sagt, das machen wir jetzt an Google und dann ist es so. Das tut ja auch, tut ja sehr gut. Ja? Aber das ist ja nicht das, was wir in Zukunft wollen. Wir wollen so, wie wir Verhaltensregeln eigentlich verhandeln. So müssen wir eigentlich auch diese technischen Regeln dann verhandeln. Und das ist die erste große Partizipation. Das zweite ist natürlich, wenn man es jetzt mal enger sieht, also wenn man tatsächlich jetzt konkret so ein Modell entwickelt, dann ist die Frage, wie groß muss der Kreis sein, der sich mit diesem Modell beschäftigt. Und hier habe ich das Gefühl, da tut sich jetzt gerade wirklich was Entscheidendes. In der Vergangenheit hat so eine Norm, also ich habe angefangen bei MAP, MMS, ja, hier damals, ja, da Trapp und so, ja, 83er Jahre und 80er Jahre, da gab es eine kleine Clique von 10 Leuten, die das auf der Welt verstanden hat. Ich sage mal, vielleicht waren es 20. Das war aber genug. Warum? Die haben das dann entsprechend implementiert in den Firmen und dort entsprechend umgesetzt. Und dann war das dann entsprechend Standard. Wenn wir jetzt in I4.0 denken, dann genügt das nicht. Da wollen ja viele kleine mittelständische Unternehmen entwickeln. Da gibt es unendlich viele mehr Entwickler. Das heißt, auch die Partizipation an den einzelnen Elementen muss deutlich ausgeweitet werden. Und dann müssen wir eben auch schauen, wie wir das machen. Das kann man nicht in so einem klassischen Normungskomitee. Thema. Das würde ich auch gerne an Sie weitergeben. Die Frage, ja. Das müsste ja auch in Ihrem Interesse sein, partizipative Normung. Partizipation heißt im europäischen Recht Inklusion, dass die Verordnung, eine Verordnung von 2012, legt sozusagen das Korsett fest, wie europäische Normen entstehen und wer daran teilnimmt. Und da gibt es das Prinzip, was nirgendwo anders in der Welt besteht. Da gibt es das Prinzip, dass die kleinen und mittleren Unternehmen, die Verbraucher, die Gewerkschaften und die Umweltorganisationen spezielle Rechte haben, um an diesen Prozessen auch teilzunehmen, um das Ownership zu erweitern und der europäische Haushalt finanziert diese Teilnahme auch.
Das ist ein System, was aus unserer Meinung sehr viel für die europäischen Normen bringt, was auch eine große Akzeptanz für die europäischen Normen bringt, was uns in Europa ermöglicht, eine Norm für den gesamten Binnenmarkt zu haben, und ein System, was also von vielen anderen in den verschiedenen Diskussionen, wir haben durchaus interessiert angeschaut wird, also Inclusiveness heißt es. Möchten Sie das kommentieren, Herr Frau Jeschke, Herr Theile? Ja, überhaupt kein Widerspruch. Für mich ist Partizipation vor allen Dingen die Freiheit des Einzelnen oder einer gesellschaftlichen Struktur, einer Organisation, einer Community an einem Prozess teilzunehmen, wenn er, sie es daran teilnehmen möchte. Also die prinzipielle Berechtigung oder andersrum formuliert, der Nicht-Ausschluss. Wir können nicht sagen, es gibt hier die Gremien A, B, C, D, E und die machen und alle anderen wollen wir hier nicht hören. Für mich die, und das fand ich auch ganz beeindruckend bei dieser einen Kommission, die ich gefunden habe. Da weiß man gar nicht so, die sind so offen, dass man gar nicht genau weiß, wenn man Member wird. Ja, so offen sind die, dass allein der Membership-Prozess und das Auswahlprozedere an überhaupt keiner Stelle frei festgeschrieben wird. Ist in Open-Source-Communities aber auch nicht anders. Da sagt man einfach, ich bin jetzt da, ich kann das, ich mache jetzt mit. Und das war dann der Membership-Prozess, so mal im Großen und Ganzen. Also das ist für mich die ganz, ganz starke Form der Partizipation, aber die schwächere ist die Berechtigung für jede gesellschaftliche Gruppe, die beteiligt werden will, auch im Grundsatz sich beteiligen zu können. Gut, die Zeit läuft und läuft. Ich würde jetzt die verbleibenden 2 Minuten noch mal nutzen für so eine Art Abschlussstatement. Ich beginne mal bei Ihnen, Herrn Epple. Und zwar die Frage ist, was ist aus Ihrer Sicht so die zentrale Stellschraube, an der man nun drehen muss oder wer drehen muss, um die Normung einfach noch besser zu machen und zukunftsfähiger zu machen? Ich glaube, wir müssen das machen, was die Frau Jeschke auch in ihrem Vortrag gesagt hat. Wir müssen einmal unsere Prozesse stabil halten, wie sie sind, nicht alles über den Haufen werfen, aber parallel müssen wir Experimentierfelder aufbauen, in denen wir wirklich diese neuen Formate ausprobieren. Ja, und es ist einfach so, dass wir auch damit akzeptieren müssen, dass diese Experimentierfelder nicht von vornherein effizient sind, dass die vielleicht auch am Anfang mal schief laufen, dass es alles nicht ganz so gut klappt, dass die vielleicht auch Geld kosten und dass das, ja, das müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Aber ich glaube, wir brauchen diese parallele Kiste, dass wir wirklich so Experimentierfelder abschotten, in denen man das mal ausprobieren kann. Wird Sie nicht überraschen, ich komme aus dem europäischen Projekt. Das europäische Projekt beruht darauf, dass wir gemeinsam Dinge tun, gemeinsam, aber nicht einheitlich. Und für mich ist die Stellschraube, die Sie nennen, gemeinsam. Ergänzend nochmal den Punkt, ich denke, wir müssen uns noch viel stärker mit der Frage beschäftigen, inwiefern sich diese neuen Technologien von den alten abgrenzen. Das tun sie meiner Ansicht nach in einer revolutionären Weise und vor dem Hintergrund auch fragen, was können unsere aktuellen Strukturen, Standardisierung gar nicht können, weil sie damit ja gar nicht konfrontiert waren und an welcher Stelle müssen sie wie, durch welche Strukturen, welche Maßnahmen erweitert werden. Ja, selbst Gefahr laufend, dass ich jetzt natürlich nicht wiederholen möchte, was gesagt wurde. Also transparent und gemeinsam, das kann ich voll unterschreiben. Ich denke, wir müssen die digitale DNA der Normung freilegen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja, und zwar nicht nur in der Normung, vielleicht müssen wir das auch bei uns selber tun, weil nur die Digital Natives, die schaffen dann die Herausforderung. Ja, herzlichen Dank an die Diskutantinnen und Diskutanten. Das ist ein Applaus wert, meine Damen und Herren. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, vieles mitgenommen und wir haben dann noch einiges zu tun, um die Normung stabil zu halten, aber noch besser zu machen. Also herzlichen Dank nochmal. Danke.